Und herzlich willkommen. Läuft eigentlich die Kamera noch? Ja. Ha. Bitte was? Okay. Warte, Feierabend. Hier, da. So. So, was wir jetzt noch machen, ist die restliche Zeit der heutigen Folge. Können wir jetzt, also noch mal was groß anfangen, lohnt sich jetzt eigentlich nicht. Was heißt, ich mache jetzt noch mal ein paar Bricks. Genau. Und dann kleiden wir unseren Keller mal weiter aus. Also diesen Atomkraftwerkraum da noch ein bisschen weiter aus. Mit der Solaranlage muss ich mir noch was einfallen lassen. Wir müssen noch mal auf eine Tour gehen. Wir müssen auf jeden Fall noch mal auf eine Tour gehen. Wir brauchen definitiv mehr Kupfer. Und ich hole dann auch nochmal Eisen, massig. Eisen. Also wir werden nochmal eine richtig schöne Tour machen und diesmal alles mitnehmen, was wir irgendwie so in Mengen finden, ne? Da wird die Kiste zwar aus den allen Nähten platzen, aber wir brauchen, spätestens Kupfer brauchen wir. En masse. Und auch unser Eisenvorrat ist geschrumpft. Und das mag ich nicht. Ich mag keine Sachen, die schrumpfen. Vor allem nicht in meinem Schritt, was? So. Genau, hier wollen wir jetzt die Decke hochziehen. Da brauchen wir gebrannte Steine. Ich guck mal vorher im Lager. Da haben wir ja, glaube ich, Clean Stone noch en masse drin. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, was en masse ist. Gucken wir mal. Wenn wir da so ein paar tausend Steine von haben, oder viele hundert auf jeden Fall, dann nehmen wir. Ja, siehst du, wir haben Clean Stone. Ah, siehst du, fast 1000 Stück. Dann schmeißen wir die hier alle. Achso. Alle rein. Genauso wie der ganze Sand, das ganze Scheiß, der überall hier rumfliegt, Alter. Habe ich auch noch Lehm? Oh, hätte ich den also doch mitnehmen können. Fuck. Ja, und Shield Gravel habe ich hier also tatsächlich nicht drin. Dann, weißt du was? Weg mit dir. So, Erde. Perfekt. So, dann nehmen wir jetzt ein bisschen, Hoho, Alter. 13.000 Pflastersteine. Das ist heftig. Das ist heftig. Ich glaube, deswegen braucht bald noch mehr Upgrades. Das ist ja hier. Ist schon zur Hälfte voll. Holy shit. Holy shit. Ich glaube. Dann nehmen wir doch hiervon noch ein paar mit und schmelzen die wirklich ein. Ja. Dann haben wir Clean Stone für den Fall, dass wir es irgendwann mal brauchen werden. So viel Cobblestone. Wenn die Kiste jetzt schon halb voll ist, dann können wir davon definitiv noch ein bisschen was einschmelzen. Ein bisschen Lager entlasten. Sonst bricht mir das Ding dann noch zusammen. Ne? Die Festplatte wiegt jetzt schon ganz schön viel. Ich will nicht, dass sie noch schwerer wird. Das ist einfach zu viel. So. Du. Dass sie immer hier nur. Warum haben die hier nur einen Slot? Die könnten es doch locker so machen, dass die hier vier Slots haben und hier vier Slots. Warum gibt es nicht so eine Öfen, die man quasi optimal ausnutzen kann, indem man gleich viel mehrere Slots mit einmal reinpacken kann? Warum gibt es sowas nicht? Ron, du könntest doch auch Pipes benutzen. Nein, ich könnte auch mal ordentliche Öfen benutzen. Schwänze. So. Solange wir die backen, nehme ich die jetzt erstmal hier, um daraus direkt mal ein paar Bricks zu machen. Ah ja gut, so lange wird das nicht reichen. Erstmal ganz kurz gucken. Das hier ist bereits der Fußbodenboden, ne? Das heißt, ich kann jetzt direkt hier anfangen, die Mauer zu ziehen. Gut, der kann wieder weg. Ich brauche eine Axt. Ich brauche sowieso eine Axt, weil ich werde mich ein paar Mal verbauen. So, du kannst nämlich, wie gesagt, weg. Oh, weg. Die letzten Dinger, die können nämlich frei bleiben. So. Dann gehen wir mal einfach vor hier. Ist da einer falsch? Nee. Hat sich nur nicht richtig ausgerichtet. Das Problem ist, ich werde jetzt in die Ecken immer reinfallen. Fuck. Ach, scheiße. Okay, machen wir anders. Ist ein bisschen. Man könnte es Verschwendung nennen, aber ich mache einfach trotzdem. Was ist denn da los? Achso,
Ja. Komm ich. Nein, ich komme nicht mal raus. Ach. Ach. So. So. Passt das? Ja, passt. Da kann ich dir die Ecke nicht mehr reinfallen. Und im Falle eines Falles kann da drin auch keine Monster mehr spawnen. Ich meine, in einem Eimer einen großen Feld spawnen, aber glaube keine Monster, aber sicher ist sicher. Ne? So wie die Mobs Redo-Mod rumspackt, sicher ist sicher. So, was mache ich jetzt eigentlich hier mit der Leiter? Da, wo die Leiter ist, hätte ich gerne auch tatsächlich richtig Mauer. Die Sache ist, später machen wir sowieso noch eine richtige Treppe rein. Das heißt, die Leiter wird ja wahrscheinlich wegkommen. Erstmal. Kommt ihr später wieder hin. Wenn überhaupt. Und schon wird's dunkel. So, das Licht hier oben, von hier oben muss erstmal reichen. Reicht aber auch aus, guck mal. Das ist, man kann die Ränder locker erkennen. Und mehr ist ja erstmal nicht wichtig. So. Ah, siehst du, klappt wunderbar. Und schon bin ich leer. So, da kommst du jetzt denn dahin? Komm, ja, so reicht aus. Feiert. So, wie weit seid ihr? Direkt fertig. Sehr schön. Du raus, du rein. 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 Und wie viel brauchen die? Och, siehste, ich kann sogar die 5 Öfen parallel laufen lassen, ohne dass ich an Limit mittlerweile komme. Das ist ja diese Solaranlage. Die macht schon ordentlich Power. Aua, bitte nicht fallen. Das tut weh. Meistens. Eigentlich immer. So, die Leiter kommen wieder weg. So, dann sehe ich jetzt die Mauer weiter. Da hinten war ich. Boing. Achso, ich muss natürlich auch erstmal die Stücke entsprechend hinsetzen. Ungefähr so. Das passt natürlich nicht. Ungefähr. Achso, ist ja schon. Danke. Danke. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel. Und wird noch drauf geschissen. Drauf geschissen. So, muss ich aufpassen, dass ich hier so jetzt laufe. Ich könnte da vorne eigentlich auch statt den Leitern einfach mal so ein Seil hinhängen, ne? So ein Bauseil quasi. Ich meine, für solche Sachen haben wir es, ja? Nein! Genau dafür haben wir es, ja. Tja, also dieses Gebäude braucht auf jeden Fall noch eine richtig gute Beleuchtung. Man merkt, wie schnell es hier drinnen dunkel wird. Und ein Atomkraftwerk sollte definitiv nicht an Beleuchtung sparen. Ne? Ich meine, gut, bei Atomkraftwerken blinken meistens rote Lampen, weil immer irgendwas schief geht. Und umso dunkler es ist, umso leichter kennt man die Lampen, wenn die blinken. Das ist schon richtig, aber ja. Trotzdem baut man ein Atomkraftwerk ja nicht dafür, dass irgendwas schief geht. Ist doch der Grund, weswegen die meisten Atomkraftwerke an Sicherheitstechnik sparen. Upsala. Ach komm. Ab mit dir, sonst gehst du mir später auf den Sack. Ah! Warum fall ich da immer runter? Aber es ist immer die Ecke, bei der ich runterfalle. Was ist da los? Das ist eine magische Ecke. So, jetzt sind die Lampen, mittlerweile die Fackeln alle auf der Höhe, wo ich gerade bauen möchte. Ist natürlich nicht so schön. Jetzt wird es dunkel, definitiv. Oha.
Gut, machen wir mal anders. Ich mach's mal. Ach, scheiße. Ich mach's mal. Geht das hier? Ja, doch, reicht schon aus. Setz ich die mal da so hin. Dann müsst ihr auch später von unten rankommen noch. Ja, doch. Da komme ich locker ran. So, ich pack mal auch meine hin. Dann die fackeln ja auch alle ab. Oh, hell genug zu bauen. Ich mache hier noch eine hin. So. Perfekt. Ach, wie schön. Komm hier unten, damit es nicht ganz so dunkel ist. So und so. Herrlich, herrlich, herrlich. Na, langsam erkennt man die Ausmaße des ganzen katastrophalen Projektes. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Ich meine, das Atomkraftwerk ist ja sowieso nur nice to have, einfach because we can und because it's funny. Aber es ist halt trotzdem extrem groß und wir werden halt noch massig Ressourcen dafür brauchen. So, meine Steine gehen zu Ende, meine Nahrung by the way auch. Ach, deswegen falle ich immer runter, weil ich vergesse, dass ich hier immer... Wow. Ach, Ronny. Aus dir wird echt kein... Ja. Mensch denkt mehr. Aus dir ist ein Mensch dumm. Ich frage mich sowieso damals, was sie sich dabei gedacht haben, als sie gesagt haben, okay, Homo Sapiens. Ich meine, wie standen die da? Okay, meine lieben Archäologen, wir haben entdeckt den Homo Sapiens. Und dann 3 Jahre später, wir haben jetzt noch eine Spezies entdeckt, die kam nach dem Homo Sapiens. Und die sind ja dann dementsprechend schlauer als die Homo Sapiens. Also müssten die eigentlich... Wenn die ersten Menschen denken und die anderen Menschen, die danach kommen, die sind ja nicht schlauer. Dann müssen ja quasi denken. Ha. Also nennen wir sie einfach Mensch denkt. Homo sapiens. Wir sind... Ja. So stelle ich mir teilweise echt einen Arbeitstag von so einem Archäologen vor. Genauso kreativ wie die Apple-Entwickler. Ja, wir haben ein iPhone entwickelt, das alles hat, was ein Mensch braucht im Leben. Was können wir denn, Hupsala, jetzt noch machen, damit wir ein neues, konkurrenzfähiges Produkt auf den Markt bringen können? Ja, ich hätte eine Idee, wenn wir nichts mehr hinzufügen können. Warum entfernen wir denn nicht einfach Sachen? Ha, stimmt, du hast recht. Okay, wir bringen ein neues iPhone auf den Markt. Ohne Kopfhöreranschluss. Dududum. Ja. Marketingabteilungen. Upsala. Oh, hier ist eine Fackel. Lol. Und ja, ich impliziere damit nicht, dass alle Marketingagenten Leute dumm sind, aber ich bin auch vom Gegenteil noch nicht so recht überzeugt, muss ich tatsächlich zugeben. Komme ich mit euch? Jawohl. So, wie gesagt, was wir hier machen, müssen wir später noch gucken. Wie gesagt, hier wird ja später eine Treppe aufgebaut. Wo ich noch nicht genau weiß, wie wir sie langführen werden. Nur, dass wir sie verführen werden. Ich hatte reichen jetzt sogar. Haben wir sogar noch ein paar für die letzte. Oh, ach doch, alles gut. So. Tada, fertig. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Also, ich würde gerne eine Ringtreppe
bauen. Jetzt ist die Sache, wie machen wir die von die Optik her? Lassen wir einfach die Treppe wirklich so seitlich runtergehen, so schräg, bis sie irgendwann auf dem Boden ankommt? Oder höchstens zu beiden Seiten, aber das dürfte dann schon fast zu kurz sein. Ich meine, wie hoch ist der Abstand? Wir haben die Treppe kommt hier raus. Ich würde das Ding am liebsten auch noch gerade lassen. Das heißt, du kommst da. Ach, leck mich doch. Da mal weg. So. Die Ebene hier ist auf jeden Fall noch gerade. Oh, hier ist ja filtert sogar noch was. Gott. Dann halt so. Dann wird es noch bescheuerter. Das heißt, wir haben auf jeden Fall hier einen Stein. Wir müssen also eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen, vier Stufen, fünf Stufen, sechs Stufen, sieben Stufen, acht Stufen runter. Das ist richtig. Acht Stufen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum denn so viele? Momentchen. Machen wir anders. Ein Weg, wo man sich auf jeden Fall nicht verzählen kann, ist Scheiße drauf. So, also eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen, vier Stufen, fünf, sechs, sieben, acht. Doch verzählt, dann nehme ich neun. Obwohl, dann die acht Stufen runter, deswegen kam ich auf acht wahrscheinlich. Ja, aber das heißt, wir haben insgesamt neun Höhenstufen, sagen wir jetzt einfach mal. Das heißt, wenn ich pro Objekt eine halbe Stufe runtergehen würde, bräuchte auf jeden Fall mindestens 18 Stufen. Das sollte von der Länge her auf jeden Fall reichen. Dann gehen wir quasi hier so schräg runter und hier so schräg runter, also quasi zwei Treppen. Kommen dann hier hinten irgendwann raus? Doch, das passt. Das können wir so machen. Das sollte doch optisch einigermaßen passen. Gut, dann können wir jetzt die gesamte Wand eigentlich wieder rausreißen, weil die sieht man ja später nicht mehr. Ronny, du Genie! Oder ich mache die oberen Steine, also nur so Steine wie Steine steint. Boah, Alter, wie mache ich das denn am dümmsten? Wie komme ich jetzt überhaupt wieder raus? Ich wurde darum gebeten, öfters mal die Spawn-Befehle zu benutzen, ne? Also nutzen wir sie auch. So. Jetzt mal bei die Fische. Also, vier. Was habe ich mir da? Ach, das, ja, ich wollte hier erstmal runtergehen. Das, wegen. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich habe gerade eine richtig, richtig geile Idee. Ja. Ja. Was? Und zwar. Oh. Also hier. Ja. Doch, das würde. Das sieht doch. Da musst du noch mal dahin? Nein, eigentlich nicht. Du musst hier weg. Das sieht aber scheiße aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird Katastrophe werden. Das sehe ich doch jetzt schon, dass es eine Katastrophe wird. Und zwar, du kommst nach da. Ja? Ja, doch, dann musst du hier weg. Das macht keinen. Das ist so. Okay. Jetzt muss ich mal denken. Wir brauchen ganz viel davon. Und etwas viel davon. Und wir brauchen ja doch noch definitiv mehr von diesen Bricks. Gott, wie machen wir das denn optisch, Alter? Das wird halt nie im Leben funktionieren. Das kann ich vergessen. Ah, wir müssen nochmal die gesamte Wand rausrupfen.
Also können sie rausrupfen, was halt sinnvoll wäre, weil die Wand drin lassen Rohstoffverschwendung wäre. Aber wir wissen jetzt zum Glück, auf welchem Niveau das Ganze abläuft. Das gibt eine Katastrophe. Eine einzige Katastrophe. Ich brauche Dirt. Nehmen wir Dirt? Dirt? Ach, scheiße. Oh Gott, Alter, das gibt's doch gar nicht. Ach scheiße, die Folge ist schon fast zu Ende. Aber wenn ich jetzt aufhöre und den Faden verliere, weiß ich später nicht mehr, was ich machen wollte. Weil meine Idee ist nämlich, dass ich quasi jetzt, statt hier zwei Treppen zu bauen, was halt dumm wäre, baue ich quasi in eine Richtung eine Treppe, die halt pro Stufe eine halbe Stufe nur runter geht. Und auf der anderen Seite baue ich einfach eine Schräge. Aha. Also andersrum. Hier die Treppe, da die Schräge. Quasi, also nicht jetzt für Behinderte, also als behindertgerechten Aufgang, weil, Nee, sondern eher so für, wenn man so die Wagen so um die Gegend kachelt, mit dem ganzen Uranstäben drinne, dass man sich quasi hier hinstellen kann, den Wagen ein bisschen anstupsen kann und der Wagen mit dem hochempfindlichen Uranstäben einfach runterrollt und einfach puh, und wirklich knallt. So quasi. Das war meine Idee dahinter. Nur die Sache ist, ich weiß halt nicht, wie ich jetzt das mit dem Geländer realisiere. Das ist nämlich das Problem jetzt. Mache ich überhaupt ein Geländer? Haben wir überhaupt Platz für ein Geländer? Scheiße, Alter. Oh, fuck. Komm mal her. Ah, scheiße. Ah, gut getroffen. Nein. Erstmal muss ich ein bisschen abmessen. So, also angenommen, hier wäre Treppe, dann wäre hier Geländer. Da hätte ich gerne wenigstens ein Spalt frei. Was heißt, ab hier wäre das Atomreaktorkerngedings. Ungefähr so. Die Frage ist, reicht der Platz aus? Ja doch, würde sogar noch ausreichen. Okay, das heißt, wir können tatsächlich sogar noch ein Geländer drum bauen. Um die Treppe. Dann machen wir das Ganze also quasi so, dass das Geländer aber immer auf voller Höhe ist. Das heißt, wir haben zwar oben keinen Sichtspalt, mit dem man ins Gebäude reingucken kann, aber das Geländer geht quasi nicht schräg mit runter, sondern das Geländer bleibt einfach auf der Höhe, wo es ist und geht hier komplett bis hinten, bis die Treppe quasi aufhört. Ich hoffe, man kann sich das jetzt so ungefähr vorstellen, wie ich das meine. Und ich hoffe, ich vergesse das bis zum nächsten Mal aufnehmen nicht. Wenn doch, wäre echt schade, weil, die Idee finde ich jetzt tatsächlich so in meinem Kopf Gehirn-Denkprozessen relativ interessant von der Machart her. Und schon ist dunkel in Berlin. Ja. Auch mal hier ein bisschen überall Licht hier so. So. Und dann. So. Und so. Na, und wie gesagt, die Schräge und die davor platzierte solide Wand verdecken ja quasi die hintere Mauer dann komplett. Und deswegen kann ich da die ganzen Steine wieder rausreißen und nutze die dann quasi fürs Geländer und für die Treppe. Haben wir quasi umsonst platziert. Also zumindest hier so die das untere bisschen. Ne? Der gesamten Bereich natürlich nicht, hier die gesamte obere Hälfte nicht, da. Also wir haben es nicht umsonst gebaut, wir hätten nur ein bisschen weniger bauen müssen. Also im Großen und Ganzen war das schon richtig, dass wir es so gebaut haben und anders wäre es auch nicht gegangen, weil wir hätten ja schlecht von oben anfangen können mit dem Bauen, da hätten wir quasi unten erstmal überall Dirt hinsetzen müssen, das wäre ja auch nicht gegangen. Von daher hätten wir so oder so wahrscheinlich von unten angefangen, wir haben also nichts umsonst gemacht. Das wird ein Bauprojekt. Aber so, so der offene Raum sieht schon mal relativ cool aus. Das wird ein geiles Projekt. Wie gesagt, es wird keinen Nutzen haben in dem Sinne, aber es wird auf jeden Fall geil werden von der Optik her. Und ganz ehrlich, guck mal, der Leuchtturm hat auch keinen Nutzen. Das Hotel hat auch keinen Nutzen. Das ist auch alles nur optisch. Von daher wird das sehr, sehr geil werden. Das wird sehr, sehr geil werden.
Oh ja. Oh ja. Oh ja. Gut. Ach nein, ich wollte schon wieder mit Alt F4 beenden. Warum geht das nicht? Ich schwöre, ich werde ins Forum schreiben, ich werde alle so lange nerven, bis man Minecraft-Version 5.4 mit Alt F4 beenden kann und man mit Alt Tab raustappen kann aus Minecraft. Warum geht das nicht? Jedes normale Spiel, jedes normale Programm kann das. Jedes. Genauso wäre es auch geil, da weiß ich jetzt nicht, wie das vom programmiertechnischen Aufwand wäre, dass man quasi on the fly zwischen Vollbild und Fenstermodus wechseln kann. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, weil ich nicht weiß, wie aufwendig das zu implementieren ist mit Öllicht-Engine. Aber dass man raus haben kann, das wird doch wohl möglich sein, oder? Und Alt F4 beenden. Na gut, das soll es mit der Woche gewesen sein. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja. Und dann wird das Atomkraftwerk weiter ausgebaut. Ja, also schon mal Planung. Ich schreibe es am besten direkt auf die To-Do-Liste. Wow. Was ist denn hier? Warum ist da eine Lücke? Gut, das brauchen wir auch gar nicht mehr. Das haben wir ja soweit schon. Höhlentour. Kupfer. Ja, Höhlentour mit einem L. Ja, klar. Ich bin auch so ein Höhlenmensch. Nee. Höhle schreibt man noch mit einem L. Bin ich das bescheuert? Das Ö wird da lang ausgesprochen. Also kann das nur ein L sein? Bin ich jetzt dumm oder tue ich einfach nur so? Kann bitte dieses Honey-Mädchen vor da weggehen? Es soll keiner wissen, dass ich da die ganze Zeit drauf gehe. Danke, lieber Browser. Ach, mit H, das hat gefehlt. Ich bin noch bescheuert, Alter. Okay, ja, gut. Dann hat er da dieses irgendwas hat gefehlt, mein Gehirn automatisch mit dem zweiten L assoziiert. So, genau, eine Höhlentour. Mindestens für Kupfer. Dann auf jeden Fall AKW. In Klammern Treppe, Rampe und Geländer. Was? Okay, ich sollte ins Bett gehen. Mein Grammatik, meine Rechtschreibhörner sind schon wieder komplett abgeschalten. Ist garantiert falsch geschrieben. Es sieht jetzt noch falscher aus. Och Mann. Also Rampe ist auf jeden Fall falsch geschrieben. Das war es gerade eher so. Es wird doch mit L geschrieben. Ich möchte einfach nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Es wird halt wirklich mit L geschrieben. Nein, ich. Ihr habt nichts gesehen. Ich werde alles rausschneiden aus dem Video. Kein Bock mehr. Gut, dann ja, bis zur nächsten Folge. Also bis zur nächsten Woche dann. Bis dann.